Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was ich will, das kann ich. Ich heiße Ilna und bin seit rund 3 Jahren als Mentorin im Ada Loveness Projekt tätig. Ich studiere im ersten Mastersemester Werkstofftechnik, Glas und Keramik. Heute habe ich euch einen kleinen Themenbereich aus meinem Studiengang mitgebracht: Löslichkeit. Nur was hat Löslichkeit mit Salz und Sand zu tun? Das lernen wir heute über kleine, einfache Experimente, die ihr zu Hause nachmachen könnt. Dazu benötigen wir Utensilien, die ihr sicherlich schon zu Hause habt und noch ganz einfach besorgen könnt. Zum einen brauchen wir 5 Gramm Kochsalz, zum anderen 5 Gramm Sand. Den könnt ihr einfach bei einem Spaziergang draußen einsammeln und in eine kleine Dose packen. Ich habe es, wie ihr sehen könnt, genauso gemacht. Ich habe ihn gesiebt, gewaschen und gereinigt. 50 ml Leitungswasser, eine Pfanne oder einen Topf, einen Kochlöffel, ein Küchensieb und eventuell ein Tee- oder Kaffeefilter, einen Trichter und eine Herdplatte. Bitte passt auf und fragt eure Eltern um Hilfe. Nicht nur die Herdplatte ist heiß, sondern auch die Töpfe und Pfannen. Daran könntet ihr euch verbrennen. Unser erster Schritt ist das Kochen von Sand und Salz. Zuerst müsst ihr eure beiden Feststoffe abwiegen. Gebt beides in eine Pfanne oder Topf und gießt eure 50 ml Wasser drüber. So ist alles gut bedeckt. Natürlich könnt ihr auch mehr Feststoff und auch mehr Wasser nehmen. Doch das Ergebnis ändert sich nicht sonderlich und ihr wollt ja auch nicht stundenlang am Herd stehen, oder? Erhitzt die Mischung ganz vorsichtig, sodass sich das Salz löst. Aber bitte nicht kochen. Die Hitze nur so hoch stellen wie nötig und so vorsichtig wie möglich vorgehen. Rührt bitte auch vorsichtig um, denn die Sandkörner könnten euer Utensil zerkratzen. Mein Wasser hatte eine Temperatur von 65 Grad und bis dahin hat sich das Salz auch gut gelöst. Lasst die Mischung abkühlen, bevor ihr mit dem nächsten Schritt beginnt. Jetzt haben wir eine Sand-Salz-Wasser-Mischung, die wir im nächsten Schritt filtrieren. Wenn ihr ein ganz klares Ergebnis haben wollt, nehmt besser einen Tee- oder Kaffeefilter und einen Trichter. Dann bleibt mehr Sand zurück und gelangt nicht in eure Schüssel. Aber mit einem üblichen Küchensieb könnt ihr es auch probieren. Nur, es kommt halt darauf an, wie grob euer Sand ist. Macht das so lange, bis die gesamte Flüssigkeit durchgelaufen ist. Den Filter mit Sandinhalt könnt ihr auf eine Heizung legen, damit der Sand trocknen kann. Zur Vorsicht, falls dieser umkippen könnte, sollte der Filter auf einen Teller oder ähnliches gelegt werden. Etwas Küchenpapier oder Zeitung helfen, damit die Feuchtigkeit schneller aufgesaugt wird. Jetzt geht es wieder an den Herd. Unser Salzwasser in der Pfanne wird nun erhitzt. Aber auch hier ist Vorsicht geboten. Erhitzt nur so hoch wie nötig. Wir wollen ja nicht, dass die Pfanne oder der Topf Schaden nimmt. Nach einiger Zeit ist das Wasser verdampft und das Salz bleibt zurück. Das hat bei mir nur wenige Minuten gedauert. Stellt euch mal vor, ihr hättet noch etwas Lebensmittelfarbe in die 50 ml Wasser gegeben, dann hättet ihr nun buntes Salz. Nur essen würde ich es nicht, da Sand immer etwas schmutzig ist und die Feinschmutzpartikel sich nach dem Filtern in unserem Salzwasser danach auch in unserem Salz logischerweise befindet. Eine Idee für ein Geschenk: Macht, ohne Sand zu benutzen, buntes Salz in mehreren Farben hintereinander und gebt es in ein schönes Glas. Aber was haben wir nun beobachtet? Fassen wir mal zusammen. Das Salz löst sich im heißen Wasser sehr gut auf, während der Sand noch wie vor darin schwimmt. Nutzt man einen Filter, kann man das Salzwasser ohne Probleme vom Sand trennen. Kocht man nun das Salzwasser lange genug, bleibt das Salz einfach in der Pfanne zurück. Wir haben es also geschafft, dass zwei unterschiedliche Materialien mit unterschiedlichen Lösungsverhalten weder vom Wasser und auch voneinander getrennt werden. Wie viel Salz und wie viel Sand haben wir nun wieder zurückbekommen? Jetzt wiegen wir unsere einzelnen Komponenten ab. Wie ihr sehen konntet, haben wir hier 5 Gramm Sand. Da ging alles gut. Das Salz wiegt nach dem ganzen Prozedere 6 Gramm, weil dort wahrscheinlich noch ein bisschen Feuchtigkeit enthalten war. Jetzt wollen wir doch wissen, warum das so ist. Wie kann man sich das erklären? Bei den Antworten müssen wir unsere Vorstellungskraft anstrengen und uns auf atomare Ebene begeben. Wir betrachten jetzt die Welt ganz winzig klein. Schauen wir uns erstmal unser Kochsalz an.
Hier haben wir ein Ionengitter. Das ist die Struktur, die unser Salz in Wirklichkeit hat. Unglaublich, oder? Diese kleinen grünen Kügelchen sind Natrium-Kationen, also Teilchen, die positiv geladen sind. Die blauen Kugeln sind unsere Chlor-Anionen, die negativ geladen sind, erkennbar an dem kleinen Minus. Ihr wisst ja sicherlich, dass sich Positives und Negatives anzieht, oder? Das habt ihr ganz bestimmt mal bei einem Magneten beobachtet. Jetzt schauen wir uns mal unser winzig kleines Wasser an. Ihr seht hier ein Wassermolekül. Die weißen Kugeln bestehen aus einem Wasserstoffatom, das eine positive Teilladung besitzt. Das verbindet sich mit unserer dicken roten Kugel. Sie ist mit einer negativen Teilladung versehen und ist ein Sauerstoffteilchen. Da wir Salz und Wasser mischen, treffen das Ionengitter des Salzes und die Wassermoleküle aufeinander. Nun schaut, die kleinen Moleküle nähern sich dem Gitter und richten sich aus. Die positiven Teilladungen wandern in Richtung der negativen Chloranionen. Denkt immer daran, positiv und negativ ziehen sich an, gleichnamige Ladungen stoßen sich ab. Hier haben wir die negativen Teilladungen des Wassers, die in Richtung der positiven Natrium-Kationen wandern. Aber wir haben ja nicht nur ein oder zwei Moleküle, sondern ganz, ganz viele in unserem Wasser. Jetzt kommen die Freunde des Wassermoleküls zur Hilfe. Schließlich reicht die Anziehungskraft eines einzelnen Moleküls nicht aus. Mit vereinten Kräften brechen sie das Chloranion einfach heraus. Dieses Herausbrechen schaffen die Moleküle noch besser, wenn es ganz warm ist. Da wir unseren Topf auf dem Herd haben, löst sich das Salz ganz schnell auf. Zumindest schneller, als würde es im kalten Wasser schwimmen. So sieht es nun aus. Die erfolgreichen Moleküle umringen die Ionen. Das Chloranion, das negativ geladen ist, wird von den positiven Teilladungen umlagert und das positive grüne Natriumkation von den negativen Teilladungen. Was wir hier sehen, nennt man Hydrathülle. Die Ionen sind da drin gefangen oder besser gesagt gelöst. So viel zum Salz. Doch wie sieht es mit unserem Sand aus? Habt ihr schon mal was von Quarz gehört? Vielleicht habt ihr das hier schon mal gesehen. Das ist eine besondere Form, und zwar der Rosenquarz. Vielleicht hast du ja selber einen Rosenquarz zu Hause. Tatsächlich besteht Sand zu einem Großteil aus Quarz. Die chemische Formel lautet SiO2. Treffen sich ganz viele SiO2, entstehen diese SiO4-Tetraeder. Wie sieht Sand nun aus? Naja, stellt euch vor, dass ganz viele Tetraeder miteinander verbunden sind. Die roten Kugeln sind hier Sauerstoffanionen, die negativ geladen sind. Sie befinden sich an allen vier Ecken des Tetraeders. Und in der Mitte befindet sich unser einzelnes Siliziumkation mit einer vierfach positiven Ladung. Unser Sand ist ja im Wasser umgeben. Doch dieses Mal kann es nichts ausrichten. Die Bindung zwischen Sauerstoff und Silizium ist viel höher als die Anziehungskraft des Wassermoleküls. Da bringen die vielen Freunde des Moleküls leider auch nichts mehr. Der Sand wird nicht gelöst. Das Wasser löst keine Bestandteile aus dem Tetraeder heraus und deswegen bleibt unser Sand einfach in der Pfanne liegen. Das wäre nun geklärt. Doch unser Salz bekommen wir ja wieder, wenn wir das Wasser kochen. Warum? Denken wir darüber nach, was wir eben gelernt haben. Die Ionen des Salzes befinden sich ja noch immer in diesen Hydrathüllen. Doch wir kochen das Ganze und dabei verdampft Wasser. Dadurch verschwinden die Hydrathüllen und die Ionen bleiben zurück. Aber jetzt können sie sich ja wieder gegenseitig anziehen. Bedeutet, wir bekommen unser Ionengitter zurück. Wenn kein Wasser mehr da ist, haben wir unser Salz wieder. Ist euch aber aufgefallen, dass das Salz nun anders aussieht? Die Ionengitter haben sich ja etwas anders aufgebaut. Aber glaubt mir, chemisch ist immer noch das gute alte Kochsalz. Na, was denkt ihr? Sieht unser Salz wieder so aus, wenn man das Wasser vielleicht noch ganz, ganz langsam aufheizt und die Bildung der Salzgitter mehr Zeit hat? Probiert es aus und beobachtet. Was haben wir nun über Löslichkeit gelernt? Fassen wir mal zusammen. Salz löst sich in Wasser. Das geht mit höheren Temperaturen besonders schnell. Auf der anderen Seite löst sich Sand nicht im Wasser. Wir haben die verschiedenen Strukturen kennengelernt. Diese haben verschiedene Bindungskräfte und diese bestimmen auch, ob es sich löst oder nicht. Aber wo sind Löslichkeiten im Alltag überhaupt zu erkennen? Ich koche ja schließlich
keinen Sand zum Mittag. Hier drei Beispiele, was sich löst. Wollen wir eine leckere Suppe? Das geht natürlich nur, wenn sich unsere Brühe im Wasser löst. Wie wäre es mit einem Schaumbad? Badezusätze und Duschgele lösen sich ja ebenfalls im warmen Wasser. Habt ihr Lust auf einen Instant-Tee? Gebt ein paar Krümel ins Wasser und schon habt ihr einen leckeren Tee. Kommen wir zu den Dingen, die sich nicht lösen. Müsst ihr abspülen? Wenn gut, dass sich die Teller und Gläser nicht auflösen. Gibt es heute Kartoffeln zum Mittag? Zum Glück verschwinden sie nicht einfach im Topf. Wascht ihr euch auch brav die Hände? Na, immerhin schäumt unsere Seife und löst sich etwas auf. Nicht unser guter Wasserhahn. Aber jetzt seid ihr dran. Ganz viel Spaß beim Nachmachen und Experimentieren. Ich verabschiede mich und freue mich auf das nächste Mal mit euch. Bis zur nächsten Folge von Was ich will, das kann ich. Tschüss! Thank you.